Hallo. Hallo. Wir sind hier in der Warteschlange. Wir warten hier ab, bis wir coolen Merch kriegen. Ansonsten bleiben wir sitzen. Hier sind zwei Piranhas. Schönen guten Tag und erzählen was über Computerspiele. Zwei von denen, ja. Und wir stehen auf Merch. Was ist denn das? Das sind Artikel, die ich kaufen kann, zusätzlich thematisch passend zu einem Computerspiel beispielsweise, die aber nicht selbst das Computerspiel sind. Was heißt ein Merch? Merchandise. Merchandising, genau. Ne? Spaceballs, der Flammenwerfer. Ja. Ich hätte gedacht, der Helm oder so. Der Helm? Mhm. Nee, Flammenwerfer fand ich am coolsten. Okay, der Helm ist Spaceballs. Ja auch nicht cool. Habt ihr gesehen? Alte Kam. Ja, ist egal. Und ja, ist halt schon cool, irgendwie so ein Prödel zu haben, ne? Ja. Was ist denn Merchandising überhaupt? Was beinhaltet das? Kaufe ich dann irgendwie ein Standy oder so was hier? Was steht denn hier rum? Ist das Merchandising? Nee, das ist Werbung, ne? Guck mal hier, limitiertes Steelbook Day One Edition, wie erhältlich. Das stand mal im Kaufhaus, aber es ist kein Merch, ne? Das ist einfach nur irgendein anderer Kram. Hier, das ist Merch. Guck mal. Ne? Eine Piranha-Balz-Tasse. Mhm. Also das ist Merch. Ja. Oder, keine Ahnung, hier, ein Artbook von Elex, so eins der ersten. Das ist Merch. Ne? Ja. Oder ganz Klassiker, hier, ne, ein alter Gnome von Risen 1 damals noch, ne? Gnome. Jip, jip, das ist Merch. Oder Zeugs halt hier, das Vader, Helm oder irgendwelche Figuren. Buch ja. Med. Ja. Das ist noch nicht mal ein Buch, das ist ein Notizbuch, ne? Also ja, da steht nicht mal eine Geschichte drin. Kannst du selber drin reinschreiben. Ja. Das ist Prödel. Ja, das ist Sterümchen, ne? Sagte man früher bei der Oma, ne? Kauft man Sterümchen, was wolltest du denn haben zu Weihnachten? Da kriegst du noch eins und noch eins und irgendwann hast du die ganze Ding. Is it that? Gibt Leute, brauchen Vitrinen für ihren Merchandise-Kram, ne? Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, es gibt da beliebtere Sachen, unbeliebtere Sachen. Und die Kunst ist es herauszufinden, was würde denn, worauf hättet ihr denn Bock? Ja. Also da reden wir jetzt nicht nur über Collectors Edition oder so, das haben wir ja auch schon mal separiert gemacht, ne? So das, was in eine Schachtel reingehört. Oh, hab ich die unterbrochen? Nö, auch. Ja. Sondern da geht's halt drum, ich hätte jetzt gerne ein cooles T-Shirt mit irgendwie ein cooles Motiv oder sowas, ja. Wo kriege ich das? Genau. Ja. Darum haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Ah, ja. Für welchen Merch würdest du denn anstehen? Jo, in der Schlange. Und die haben Folgendes gesagt. So, ganz wichtig. Für alte, also wirklich aus den 80ern, Alf Merchandise. Das ist nämlich sehr schwer mittlerweile zu bekommen. Oh, das ist lustig. Für einen kleinen Dinosaurier aus Plüsch, weil meine kleine Tochter tatsächlich gerne einen haben wollte, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, einen zu bekommen. Wenn ich es mir leisten könnte, für einen Replika Winged Eagle WWF Championship Gürtel. Wrestling. Wahrscheinlich, wenn es ein riesen Plüschtier gäbe und so ein Krypto, für den würde ich anstehen. Alles, was Animes betrifft, also One Piece, Naruto, sowas halt. Also ich bin sehr, sehr gerne in der Merch Area auch bei Gamescom, oben halt auch diese ganzen Wundertüten. Da guckt man ja dann zufällige Sachen und das mache ich immer sehr, sehr gern. Da würde ich auch lange anstehen. Und Genshin Impact. Ja. 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 Aber hat man nicht schon alles, wenn man Gamer ist? Gamerin? Ja, aber das Coole ist ja, also, wenn du jetzt ein Spiel hast und das findest du richtig gut und davon dann auch nochmal das Gleiche zu haben, aber von dem Spiel ist natürlich vielleicht sogar interessant. Nein. Ja. Zumal ich immer gedacht habe, also ich fand immer, der coolste Merch ist der besonders alltagstauglich ist. Damit bin ich aber vielleicht auch allein auf weiter Flur mit meiner Meinung. Ja, zum Beispiel, wenn es ein Spiel gibt und zu dem Spiel gibt es einen Pullover.
Oder ein Zippo-Feuerzeug. Ja. Dann sagt zum Beispiel so jemand wie so ein Publisher, der gerne das Spiel verkaufen möchte und oder auch ne von uns irgendwie so, dann würde man ja meinen zu denken, so boah, wenn das jetzt irgendwie besonders auffällig ist und man jetzt irgendwie, wenn der durch die Stadt geht und jeder sieht irgendwie das große der Rambo-Messer Logo von dem Spiel irgendwie aufleuchten, dann kommt vielleicht jemand auf die Idee, oh, was ist das denn, will ich auch haben, dann ist das natürlich besonders gut. Der hat einen Duke Nukem Raketenwerfer. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit sowas durch die Stadt laufen will, ist vielleicht nicht so hoch. Mit einem Pip-Boy, weiß nicht, doch. Da kann man ja teleportieren mit und Schnellreise machen. Und, ne, kannst die Karte von der Stadt. Ja. Ist auch cool, ja. Deswegen darf man mich auch nicht fragen, was. Ich würde immer sagen, ja, mach doch einen schwarzen Hoodie. Und dann sagen die, ja, aber das ist so langweilig, lala, und das ist irgendwie wirklich auffällig. Und ich sage, ja, mach mal was schwarz. Also, das, was ich mir sowieso kaufen würde, dann mit dem Logo des Spiels drauf, fände ich zum Beispiel top. Aber es gibt Leute, die sagen genau das Gegenteil und sagen, naja, mach doch mal ein bisschen bunt hier. Und mach doch mal ein bisschen auffällig. Mach doch mal was Besonderes, ja. Wir hatten zum Beispiel hier diesen Rucksack, der jetzt irgendwo hier nicht steht. Jedenfalls, der ist im Keller. Ah. Ja. Okay, wenn wir den benutzt haben. Ja, weil der war gar nicht schlecht. Also der war zum Beispiel nicht schwarz und war ein bisschen auffälliger, aber trotzdem ist der so cool, dass man den irgendwie alltagstauglich benutzen kann. Und das ist immer etwas, was ich mag. Etwas so, kauf ein Merch zu einem Spiel von einer Sache, die ich theoretisch sowieso hätte kaufen wollen. Das ist natürlich ideal, oder? Ja, zum Beispiel eine Tasse. Kaffeetasse, ja. Ne? Also etwas, was kann, was man benutzt, so, ne? Oder ein Becher irgendwie, ne? Vom Konzert oder so, dann drucken die dir halt das Motiv von der. Keine Ahnung, hier liegt halt zufällig noch irgendwie sowas. Sowas finde ich zum Beispiel cool, ja? Das ist so ein Mauspad. Ja. Ne? Mauspad in Übergröße irgendwie mit einem coolen Artwork drauf. Ja. Das finde ich cool, weil Mauspads braucht man eh immer. Ja. Und dann, wenn du dann auch noch was irgendwie in der Farbe hast, die dir besonders gut gefallen und die auch noch hochwertig sind, dann mag ich das. Das ist so ein Merch, das würde ich mir auch kaufen. Ich habe so eine Salzbürste, nenne ich das, ja. Wenn die Dinger nämlich vollgekrümelt sind mit Brotgruben und Salz und so weiter, dann kann ich das immer irgendwie mit so einer Bürste runter putzen. Ja. Wenn da jetzt noch das Logo drauf wäre. Wenn ja, jetzt noch das Logo drauf wäre. Die Salzbürste. Ja. Spaceballs, die Salzbürste. Ich hätte ja auch schon mal darüber nachgedacht, dass für unsere Spiele vielleicht Klopapier ein cooler Merch ist, ne? Ja. Aber dann sagen Leute, ja, das kannst du nicht bringen, irgendwie. So eine Klopapierrolle, irgendwie. Stell dir mal vor, dann putzen sich die Leute damit ab. Ja. Ja. Irgendwie fände ich es trotzdem. Ja. Wirklich. Kannst du den mit den Isbisch. Na? Ja. Für ein A. Ist halt scheiße, ne? So. Das ist, ja, ne? Wenn du 100 Mark Schein hattest, damals gab es Klopapier mit 100 Mark Scheine irgendwie, ne? Verdienen ist schwer, doch weg geht's eher oder so ähnlich. So ein Spruch statt da drauf. Ne? Ja. Ist das Merchandise? Ist das cool? Was fällt euch denn ein, ne? Zum Merchandise? Was findet ihr denn cool? Ne? Was würdest du gerne von jedem Spiel mal so haben wollen? Mhm. Also Figuren wissen wir. Ja. Ne? Figuren sind natürlich immer cool. Also auch meistens der Collector's Edition. Und T-Shirts und so, das ist natürlich Standard. Mhm. Ne? Aber was noch? Und wofür würde man wirklich dann auch Geld ausgeben? Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass hier Peter Schilling, der hatte das mal, der hatte irgendwie eine neue Platte rausgebracht irgendwie, die war auch ganz cool. Ja. Und dann hat er gesagt, so ja, es wäre doch irgendwie gut, wenn ich davon jetzt auch noch eine Vinyl rausbringen würde. Und wer hätte denn daran Interesse? Und dann hat er so eine Umfrage gemacht irgendwie im Internet und ganz viele Leute, die haben das dann angeklickt, ja cool, irgendwie will ich haben irgendwie, aber die haben es dann nicht gekauft. Ja. Und das ist natürlich dann blöd, ne? Also wenn man sich dann was wünscht und das dann aber nicht weggeht und zum Ladenhüter wird, dann ne, ist das natürlich schwierig, weil die Produktion von sowas natürlich dann auch schon wieder Geld kostet und so weiter. Also was ist etwas, was ihr auch tatsächlich kaufen würdet? Hast du dann einen Favoriten? Gibt es etwas, was du total gerne noch kaufen würdest? Ich bin da so billig, T-Shirt, wie alle anderen auch, wie die meisten vermutlich, ne? T-Shirt vor allem irgendwie mit einem Schriftzug hier so in dem Bereich. Das hier, das ist mir schon ein bisschen zu groß irgendwie, zu auffällig. Ne? Aber so auf dem Brustbereich hier irgendwie so ein Batman-Zeichen oder irgendwie irgendwas, das finde ich immer am besten. Was ich total cool finde, was aber sehr selten gibt, hä? Was Flauschiges. Was Flauschiges? Ja. Ja.
Also so zum Beispiel so ein kleines Monsterchen, was aber so voll kuschelig weich ist. Ich so. Will eine Bolla. Ich möchte gerne einen kleinen flauschigen Igel. Wir haben letztens einen Film gesehen, und zwar ein Weihnachtsgeschenk für Teddy oder so ähnlich. Weihnachtsfest. Weihnachtsfest für Teddy. Das ist ein Film, der gerade im Kino läuft. Für Kinder. Und da gibt's halt einen flauschigen Bär und einen kleinen flauschigen Igel. Igelmädchen. Ich möchte eine Bolla haben. Die gibt's aber nicht. Nee. Haben wir schon gegoogelt. Gibt's leider nicht. Wahrscheinlich müsste man die sich selber basteln. Genau das meine ich irgendwie. So kleine, flauschige, also so ja. Große Kuscheltiere sind auch cool, wie er hier zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt von Dedelic Entertainment. Ja. Ne? Und das ist natürlich Harvey. Schon ziemlich cool. Harvey der Hase. Aber noch cooler fände ich, etwas kleiner und so voll flauschig. So aus so einem Niki-Stoff, so, wo du dann irgendwie so... Das fände ich super. Hm. So kleine Kuschelmonsterchen. Ja, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Und zwar muss ich mal gucken. Also, da fragt jemand, wieso ist es damals eigentlich so schwer gewesen, für die PlayStation 3 Spiele zu entwickeln? Ja, ich weiß, die Architektur des Prozessors ist eigen, aber wie genau hat man sich das praktisch in der Spieleentwicklung, wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ich versuche das mal in Worte zu fassen für jemanden, der vielleicht kein Spieleentwickler ist. Okay. Also, du entwickelst dein Spiel, also wir zum Beispiel von Hause aus für den PC. Ja. Das heißt, wir packen das irgendwie auf den PC und machen das kompatibel für in erster Linie Windows. Und die komplette Entwicklungsumgebung irgendwie ist dann darauf angepasst. Wenn du jetzt zum Beispiel dann eine Xbox dazu bekommen hast, dann konnte die weniger, aber ist dem sehr ähnlich. Das heißt, die funktioniert so ähnlich wie das. Und dann hast du gesagt, ah ja, super, irgendwie, dann gucke ich mal irgendwie, dass ich das vielleicht irgendwie ein bisschen packe und so und pack das irgendwie dann da drauf, aber das funktioniert nach demselben Prinzip. Und dann kommt die PlayStation und ist voller Alien. Und das bedeutet, dass du dann quasi alles nochmal machen musst, weil das überhaupt gar nicht das Gleiche ist. Oder zumindest den Unterbau, ne? Ja. Das heißt, du musst mal überall irgendwie Sonderzeug machen, ne? Und darum kostet das besonders viel Zeit und besonders viel Entwicklungsaufwand dann nochmal, weil das eigentlich dann wieder ein eigenes kleines Projekt ist, was du leisten musst, um das dann darauf zu portieren. Das ist nicht dasselbe, wie deine Sachen, die sowieso schon eigentlich schon fast fertig sind, auf die Xbox zu packen. So war das damals. Und darum ist das so kompliziert. Hoffentlich beantwortet das die Frage. Hoffentlich. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Vielen Dank. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich mag den Harvey. Ich mag den auch. Ja, der ist mir auch geschenkt worden von Dedelic. Schon sehr lange her. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich die Raupe nicht habe. Spot. Ja. Oh. Aber das kann sich ja noch ändern. Ja.